Liebe Schülerinnen und Schüler an den Calver Schulen, herzlich willkommen zu unserem Film über die Jugendbeteiligung in Calw. Jugendbeteiligung ist ein Punkt, den wir im Gemeinderat schon lange auf der Agenda haben. Wir haben auch schon einige Versuche gestartet, einen Jugendgemeinderat zu starten. Vor vielen Jahren waren wir beinahe schon so weit, haben es dann allerdings nicht geschafft, weil die Jugendlichen abgesprungen sind. Und jetzt hat auch der Gesetzgeber des Landes Baden-Württemberg reagiert und mit dem Paragraphen 41a der Gemeindeordnung auch eine rechtliche Verpflichtung gebracht, dass alle Gemeinden in Baden-Württemberg eine Jugendbeteiligung einführen müssen. Jugendliche müssen und Kinder sollen sich an den Vorhaben der Gemeinde beteiligen dürfen. Sie sollen gehört werden zu Vorhaben, die sie betreffen. Und mit diesem Film wollen wir eine Brücke schlagen zwischen der Arbeit des Gemeinderats, was wir bisher immer getan haben, und den Jugendlichen, damit wir besser miteinander in Kontakt kommen können. Der Herr Brindle war auch bei den einzelnen Fraktionsvertretern und hat von denen Statements über die Kommunalpolitik und die Jugendbeteiligung eingeholt. Herr Blasicek, Sie sind seit 3 Jahren für die CDU-Fraktion im Calver Gemeinderat. Warum sind Sie im Gemeinderat engagiert, beziehungsweise was reizt Sie an dieser Aufgabe? Mein Hauptgrund, warum ich mich engagiere, war eigentlich die aktive Teilnahme an den Entscheidungen zur positiven Entwicklung der Stadt eigentlich. Aber das maßgebende Grund war für mich, dass ich vor einiger Zeit als Flüchtling sehr, sehr freundlich in diese Stadt aufgenommen wurde und da wollte ich eigentlich was zurückzahlen. Frau Menzfeld, hallo, schön, dass Sie Zeit haben. Sie sind in der aktuellen Wahlperiode für die Neue Liste Calw im Gemeinderat, waren früher schon mal über 10 Jahre im Gemeinderat. Was finden Sie denn das Tolle und das Schwierige an der Arbeit im Gemeinderat? Also besonders spannend und interessant fand ich immer, dass die Beschlüsse, die im Gemeinderat getroffen werden, ich hautnah in meinem Umfeld erleben kann. Die Umsetzung erfolgt relativ schnell. Und was ich nicht so schön finde, ist natürlich, dass man sich mit seinen Ideen nicht immer durchsetzen kann oder dass manchmal Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Ja, da muss ich dann halt manchmal ein bisschen schlucken, aber das ist gelebte Demokratie. Herr Scheffelmeier, hallo, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für ein kurzes Statement. Sie sind seit einigen Jahren im Hirsauer Ortschaftsrat und seit knapp 7,5 Jahren jetzt auch in der zweiten Wahlperiode in der Fraktion Freie Wähler im Calver Gemeinderat. Gibt es denn Entscheidungen, die der Gemeinderat nicht alleine treffen kann, wo beispielsweise andere mitreden oder mitreden müssen? Ja, das gibt es natürlich. Man nimmt zum Beispiel jetzt die Hessebahn, die ist nicht unbedingt unser Entscheidungsgebiet, oder der Telesbach, die Sanierung von diesen Altlasten, da sind wir zwar mit eingebunden, aber nicht unbedingt derjenige, der das entscheidet. Und so sind es eben viele Dinge, die von Europa oder vom Land, nehmen wir beispielsweise Schulgesetze, da hat der Gemeinderat eigentlich keinen Einfluss drauf. Herr Lörcher, guten Morgen, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind seit über 16 Jahren im Calver Gemeinderat für die Fraktion Gemeinsam für Calw. Wie sehen Sie denn jetzt die stärkere Beteiligung von jungen Menschen in der Kommunalpolitik beziehungsweise diese neuen Formen auch in Calw, dass Jugendliche mehr mitreden sollen? Also ich sehe das als ganz tolle Möglichkeit, junge Menschen an Politik heranzuführen. Es ist ja so, was wir hier machen, also was der Gemeinderat jetzt hier macht, ist Politik vor Ort. Man sieht direkt vor Ort, was hat die Entscheidung, die man jetzt getroffen hat, für Auswirkungen. Und das ist jetzt auch keine Politik, die da im fernen Berlin gemacht wird, sondern hier direkt vor Ort. Und die Jugendlichen sollen auch die Möglichkeit nutzen, sich da ein bisschen mit einzubringen, weil, ist auch ein Punkt vom Gemeinderat, es wird entschieden, Ausstattung der Schulen, ja, wird im Gemeinderat entschieden. Es wird entschieden, Spielplatz, ja oder nein, wenn ja, wie groß. Und da muss man ganz klar sagen, da sind vielleicht auch die Jugendlichen bzw. auch die Kinder einfach die besseren Fachleute. Herr Recklis, hallo, guten Morgen, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie sind in der aktuellen Wahlperiode des Gemeinderats seit circa 2,5 Jahren aktiv. Sie sind für die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Welche Ideen und welche Vorschläge werden denn umgesetzt? Wer entscheidet dies und wie kommen solche Entscheidungen auch zustande?
Also der Gemeinderat ist ja ein demokratisch gewähltes Gremium und von daher gilt das Mehrheitsprinzip. Das heißt, eine Idee wird vorgebracht von Verwaltungsseite, von Fraktionsseite, von einzelnen Gemeinderäten. Dann wird darüber diskutiert, man tauscht die Argumente aus, für und wider, und dann findet eine Abstimmung statt. Und da muss man natürlich am Ende akzeptieren, auch wenn vielleicht nur eine Stimme Mehrheit für die eine oder andere Sache ist, dass es dann angenommen ist. Und es gibt natürlich Zwänge, die man berücksichtigen muss. Man kann nicht alles umsetzen. Man braucht die entsprechenden Gelder. Die Finanzen müssen also im Haushalt zur Verfügung gestellt sein. Nur dann kann eine Entscheidung letzten Endes auch gut über die Bühne gebracht werden. Vielen Dank. Gemeinderatssitzungen finden grundsätzlich immer öffentlich statt. Das heißt, jeder kann ohne Voranmeldung jederzeit kommen. Jeder ist eingeladen. Die wenigsten gehen hin, muss ich gestehen. Wir haben meistens nur 5, vielleicht auch mal 10 Zuhörer. Und wenn jetzt schon so wenig Teilnehmer zur Sitzung kommen, dachten wir, dann bringen wir ein paar Ausschnitte aus den Gemeinderatssitzungen einfach hier in den Videofilm rein und zeigen mal, wie so eine Sitzung manchmal abläuft. Dann kommen wir zur Sitzung des Gemeinderats. Ich darf feststellen, dass wir Herrn Tischrecht eingeladen haben, dass wir den öffentlichen Teil der Tagesordnung offensichtlich bekannt gemacht haben und dass wir beschlussfähig sind. Herr Spinner, also als ich mir das durchgelesen habe, war ich eigentlich schon ein bisschen enttäuscht. Wenn man sieht mit dem technischen Aufwand, den wir betreiben, mit dem Flüsterasphalt, dass wir diesen Lärmpegel maximal 3 Dezibel senken, ist eigentlich sehr enttäuschend, wenn er eigentlich schon mehr erwartet. Auch diese Geschwindigkeitsreduzierung bringt auch maximal 3 Dezibel, so nach Ihren Unterlagen. Es wird sicherlich, also zumindest versuche ich es, auch in den nächsten Jahren noch weitere Baumaßnahmen geben. Ob es jetzt Flüsterbelag ist, es steht sicherlich noch in der Schlüssel. Wer für diesen Beschlussvorschlag ist, dann bitte ich ums Handzeichen. Möchte sich jemand enthalten? Gegenstimmen? Ich stelle fest, es wurde einstimmig so beschlossen. Vielen Dank, Herr Stimmer. Einen schönen Abend. Danke sehr. Der Landesgesetzgeber hat in dem Paragraph nicht nur niedergeschrieben, dass wir eine Jugendbeteiligung durchführen sollen, sondern er hat auch gesagt, wir sollen finanzielle Mittel dafür bereitstellen. Das hat der Gemeinderat der Stadt Calw auch getan. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Geld bereitsteht, wenn es sicherlich auch Bedarf gibt, wie kriegen wir das mit der Jugendbeteiligung hin, dass das Geld auch ausgegeben wird für sinnvolle Vorhaben? Wir haben uns dazu Folgendes überlegt. Wir waren an jeder Schule, an jeder weiterführenden Schule, von den Klassen 5 beginnend nach oben, mit 2 Vertretern jeder Klasse uns zusammensetzen, wollen da in einem großen Workshop an jeder Schule dann 2 Brennpunktthemen herausfinden und von jeder Schule sollen am Ende diese 2 Schwerpunktthemen 2 Vertreter bei dem Stadtjugendreferat vertreten. In einigen Wochen wollen wir dann mit dem Ergebnis, mit den Vorhaben, die die meisten Stimmen bekommen haben, in den Gemeinderat gehen. Da soll das Ganze vorgestellt werden, dass auch eine Rückkopplung wieder in das Gremium da ist. Und anschließend wollen wir an die Umsetzung gehen und die bereitgestellten Geldmittel dafür auch umgehend ausgeben. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich viel Geld, habe ich wenig Geld, was kann ich denn überhaupt realisieren? Jetzt in diesem Jahr 2017 haben wir zum Start vom Gemeinderat in jedem Fall mal 15.000 Euro für diese Vorhaben zur Verfügung gestellt bekommen. Und so wie ich meinen Gemeinderat kenne, wenn es dann an ein paar tausend Euro heben sollte, wird es an dem auch nicht scheitern. Wichtig ist, denke ich, uns allen, dass wir Vorhaben kriegen, die gut sind, die uns auch zusammenbringen, die die Stadt voranbringen. Und wir wollen unbedingt auch wissen, was die Schülerinnen und Schüler bewegt, welchen Blick sie auf die Stadt haben, wo da das Ziel ist, was man gesehen, was man erreichen möchte, was umgesetzt werden soll. Und da freuen wir uns deshalb auf die Ergebnisse und wollen gern diese 15.000 Euro dafür ausgeben. Wie kann man sich informieren? Wo kriegt man mit, was gerade läuft? Wir haben extra eine Homepage unter www.stadtjugendreferat-calw.de. Kann man sich informieren. Da sieht man immer genau, was passiert, auch bei der Jugendbeteiligung. Und ich freue mich jetzt über viele tolle Ideen. Ich freue mich auf Anregungen. Und wir sehen uns dann, ich komme auch dazu, an jeder Schule bei den Workshops. Ich freue mich drauf.